Det dort program de grund ab levende hoopning. Jun redner Rudi Niefeld. Ek begreis jund in den nomen van Jesus Christus. Wanneer ik hier vandaag was aangetrokken weer als Johannes de Duiper weer, als dat je te wisten kwam in vrede, dan word je geloof ik weer een vreemde man. Ik word een suit aan hand, wat met Kamele hoort, wat Emma hoort, hoort en Lara van Berne. En aan de voet word ik een buddel honey hand, aan de voet een lus hesje raken. Dat moet mijn eten zijn. Wanneer je den mens vandaag hier zou staan in vrede, dan word je geloof ik weer een vreemde man. Ik wil je vandaag de dingen verhalen uit Glasgow. Wat ik vandaag in het wil, wel heeft niets te doen met wie ik zie en wat ik weet en dat ik klik als ik eens een van jullie. Wat ik vandaag wel met wil, heeft te doen met wat God's woord ons leren deed. En wat God's woord ons wezen deed, wil we kunnen verstaan wat profeteeën te zeggen heeft in ons leven en wat profeteeën meinen deed in ons leven. Vandaag zijn dag, wanneer we denken aan profeteeën, dan weet ik niet wat daar is een gedachtenis daar heeft, wanneer iemand zegt wat over profeteeën gereden. Das ist eine Botschaft, die Gott mir hat, weil eben du hast drei um Hort gelacht und ich dachte, verschlüre. Ich dachte, und am Anfang dachte ich, krieg so, als ein von den Propheten sagt, Gott, wer wird denn, wie höre ich, wenn ich dort vertale? Gott, wer wird denn, wie interessant haben, dass ich noch eine Prophezeiung höre? Wenn wir heute von Old Testament an, wenn Prophezeiung käme, dass die Propheten und die Propheten fangen an, die Menschen dort zu sagen, was passiert. Die Menschen haben nicht den Kopf genommen ab. Und weißt du, was viele von euch noch, wie es war, wo die Menschen sind, noch krank sind. Mich hat der Anfang interessiert, von den ersten Tagen an, dass Gott mit dem neuen Menschen genug über Prophezeiung zu studieren. Und ich verstehe noch lange nicht alles. Und ich sehe jeden Tag, in den 16 Jahren, was Gott mich hat, aus dem Kind Gottes gelehrt und geführt. Aber das ist der Anfang. Ich weiß nicht, was ich den Gedanken hätte, wenn jemand sagt, er wird über Prophezeiung reden. Weil ihr von uns mal vielleicht seid oder habt keine Meinung, da hindert uns nicht, was von den ersten Tagen angeht und dann, was passieren wird. Die Wahrheit ist nicht dort. Die Wahrheit ist, dass das Wort Prophezeiung hat mit alles zu tun, was von dir passiert hat in unserer Umgebung, in der ganzen Welt. Prophezeiung ist die Zukunft verteilen, die passiert hat in der Prophezeiung von in der Bibel, sind wenigstens zwei Wege, wie ihr sehen seid. Nummer eins, vorab zu weiter, was passieren wird. Sag ich, wie habe ich weiter vorab, was passieren wird? Weil wir werden ankommen. Verstehen, dass die Prophezeiung wird. Je merkt weer lang trei, aan aanvang als God de Bibel, God de Welt merken deed. En wanneer we die betrachten dan, dan zijn we wel de buurstabelijke in ervaring gegaan zijn van wat voorbij is van ons. Dus zijn al deze profetieën wat we hebben, wat voorbij zijn, van lang trei, wat nu wat we nu leven. En we vinden in Gods woord, we zijn alle kracht op een woord nu in ervaring gegaan. Dat is wat ik meen wanneer ik reed van buurstabelijk. Wanneer we de vergangenheid nu forschen, dan vinden we de volle waarheid van al de profetieën van Jezus Christus. En die komen allereerstens kracht aan plaats, zoals dat je passiert is, wat God gezegd heeft van Jezus Christus. Er is niet één ding kracht dat je passiert, als God zegt in het Oude Testament, dat de profeet als Jezus kwam. So Jezus kwam. Dat wat de profeet zei, de profeet die je profeteer had, en die krijgt dat. Hij kwam in dat profetische woord, hij ervalt dat. Hij kwam in dat gezet, hij hield dat. Hij meldt dat hem eng, sterf en kreeg zijn voetrein in hemel. Maar de vrouw is nu wat van de wieder. We zijn nu 2000 jaar van ongeveer nu dat. En we weten dat wat aan deel komen. Wat passeren wordt. Maar nog een ding, die zenuwen gaan veel wieder als bloos de vergangenheid te notenforschen, wegen God wordt. Wat dan dat zegt, wat passeren wordt, zegt ook wat passeren wordt van hier wieder. We zijn nu 2000 jaar nodig van Jezus Christus in hemel voor. En we zijn nu aan de profetieën zijn in ervaring gegaan. Er vangen aan taub te stellen zich, wat God gezegd heeft, wat passeren zal. Wanneer God de waarheid redt, redt om aanvang en dat is in ervaring gegaan, dan kost u, dat kan u een exige zijn dat wat God ons zegt van de toekomst, wordt ook in ervaring gegaan. Nee, die vrouw is gelijk in die dood. We zijn leicht en gelijk wat voorbij is en wat we hier zijn hebben met onze jongen. En wat we hier gehoord hebben en weten, dat staat hier geschreven dat het passiert. Maar nu verder wat kijken, en gelijk wat we nog niet hier zijn hebben, dat is schoon. Dat we in het Oude Testament zo, en dat is voor onze mensen van de oorlog nog krijgen zo. Dat wordt geloven. En dat is wat Jezus even zei, in de openbaring bijzonder.
wer der Glaube hat und wer der versteht. Nun, da, was wir verstehen von Gottes Wort, kommt nicht von uns, dort kommt von Gott. Und ich kann du mal der Wahrheit sein oder werden. Prophezeiung hat von der, den da sehr wenig Meinung, wer in der Haft der Zukunft lehre. Biblische Prophezeiung wird voll ab in erfüllen können und dann, als ich du das leben oder nicht. Wir sind von der Ursache nach neue Sonne so und dann, was passiert, dass ich weiter sehen kann Gottes und dort sei er wichtig oder dort weiß. Aber das ist noch viel mehr zu tun Gottes im Leben. Mit Stutter auf Gott ist alle Rebe auch noch geschrieben. Und das ist alle hier bei. So von der Ursache, weil ich ein Set von Botschaften anfange, wo das Wort in der biblischen Prophezeiung kann annehmen, wo das Wort halb zu verstehen, wo es angehört in der Welt von der. Und ich will nicht jede Einzelheit verteilen, aber ich will Ihnen versichern, ein klares Ziel zu geben, von dem Punkt, wo es passiert ist, und wo der alle Hand gehen wird. So erstens, weil ich Ihnen von der Wort mitteile, der hafte da noch mal groß in ein paar Minuten, 4:05 PM, den 14. Mai 1948, passiert ist. Das ist aus einem gewissen Mann, was sich nannte David Ben-Gurion, ein jüdischer Lehrer, für verleihende Gast in Israel, was sich nannte Rachel Boulevard Tel Aviv. This morning, Ben-Gurion ging in dort Hüsenern, wo von ungefähr 500 politische und jüdische Lehrer versammelt wären, und so auch den Nordrechten Evangelien von der ganzen Welt. Und was hier passierte, da in Mai 14, 1948, als sehr wichtig in Prophezeiung. Kreiklag feier Pair am Funk Ben-Gurion die Meeting an, in dieser Reunion, wo wir dann Spanischen sind, und heute los diese wir. Ich hatte eben gesagt, Deutschen so gut sie können. Dort ist selbstverständlich dort die Rechte für die jüdischen Menschen, als auch die ihre eigene Nation sind, oder dort auch ihre eigene Nation sind, kriegt sie aus allen anderen Nationen. Ja, ihnen Land haben, wir sind hier in Salomo Assembly von der Augentop gekommen für die Rechte für die jüdischen Menschen, und mit der UN, dort die Nationen Unidas, wie hier mit bestätigt die Gründung von dem jüdischen Land hier in Palästina genannt wurde, der Israeliten allein. Das wurde passiert, 14. Mai 1948. Von da an war für Israel allein. Die haben lange nicht alle allein, was Gott ihnen versprochen hat, der Abraham, aber Israel war eine Nation. 70 Jahre nur Jesus in Tiet, als Jesus nun Himmel führt, 70 Jahre nur, dann kam ein gewisser Regierer, ein Titus, ein Koronel, und der brügt Jerusalem frisch durch, der brügt den Tempel durch, was die Jüdische hat, und dort fällt Israel verstreit sich über die ganze Welt, und dort wie ihr prophezeit. 70 Jahre nur Jesus in Tiet, aber 1948, am 14. Mai, hat Israel nicht das Recht erlaubt. Der wird auch nicht die Regierung erlaubt. Und dort fällt dann ein Platz. Diese wird von Ben-Gurion erinnern uns von Jesaja, wo 740 Jahre vor Jesus in der Zeit schreibt. Und das wird Jesaja. In Jesaja 66, Vers 8. Auf einmal wer Sönche hielt, auf einmal wer Sönche seinen, können Volk in einen Tag erschwert über seine, können in Lohn Jerusalem zu Stand kommen, meist ohne Weih auf Zion ihre Schenke zur Welt gebracht. Hier fängt wir in Ausschnitt von Prophezeiung, wo uns sagt, dort Israel wird in Karten Tiet war in der Land war. Und das wird passiert. In 1948. In der Karten Tiet, in einer Meeting. In 1948, mir Gott hat mir ehrlich, dort fällt Israel war ihr Land zurückgetreten, weil die auch nicht alle ihr Land zurückgetreten haben. Und was von der Ursache nach Hand noch lange nicht all das Land, was Gott Abraham dann versprechen hat. Aber die Worte zurückgetreten. Wenn es Gott hat, das Versprechen gemerkt Abraham. Nur Israel, Tschetje von der den Dach, tja wie seine dort biblische Prophezeiung wurde buchstäblich erfüllt. Nur biblische Prophezeiung, Israel ihre wahre Geburt aus der Nation, sagt alle andere Prophezeiungen in Bewegung, in Gang, was von nun wieder passieren wird. So das wies dann sehr nördlich und klar, dort wie sind, was in der Zeit wurde, wo viele Dinge passieren in dieser Welt. Und besonders, wenn ich würde sagen, die paar andere Botschaften, was alles passiert hat, wo wir nicht viel davon antworten dürfen. Zum Verstehen, was passiert in Mai 1948 und was von der passiert ist, in Israel und wo dort die ganze Welt angerufen ist, dann machen wir ganz drei Gründe in der 1. Mose Kapitel 1. Was wir in 1. Mose Kapitel 1 fangen, als die ersten zwei Kapitel beschrieben, die Schöpfung, was Gott gemerkt hat, darauf alle von nicht angefangen. Gott merkt die Schöpfung. Ein Kapitel von der Beschrift von Menschen in den Sinn fallen.
8 Kapitel beschrieben die ganze Geschichte von der Schöpfung von Abraham. Dann fangen wir 38 Kapitel handeln von Abraham, Isaac und Jakob und Joseph ihre Lebens. Für Gott Abraham und seine Nachkommenschaft ist sehr wichtig. Und dort wird Gott niemals verjährt und dort wird passieren, ihr Schwester. Wenn Gott hat einen Bund gemerkt mit Abraham, dort Abraham seine Nachkommenschaft wird ein bisschen Land kriegen, denn seine Kinder, Nachkommenschaft, die wurden da in Dach dort ganz bewohnen. Und dort wird passieren. Die haben ein kleines bisschen von dort drin. Und die Muslimanis väter von der Oschendach, alles, was sie kennen, haben dort drin gekriegt. Die Muslimanis, dort ist Ismael seine Nachkommenschaft. Und Ismael gleicht, dort hat Gott einmal gegeben, Abraham Gott auch anversprochen. So die Muslimanis sind dort mit der, dort ist ihr Land. Aber Gott möchte nicht einen Bund mit Agar sehen. Gott möchte einen Bund mit Abraham sehen. So wie Isaac. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben über das Programm, dann können Sie uns auf unseren E-Mail schreiben rdeuneufeld09@gmail.com oder auf eine WhatsApp-Nummer 591-770-60101. Ich wünsche Ihnen alle einen guten Weg. Gottes Recken Segen mit Ihnen.